Selen, die wichtigen Aufgaben von Selen gehen weit über eine ordnungsgemäße Schilddrüsenfunktion hinaus. Gerade was das Immunsystem anbelangt und auch andere Körperfunktionen werden von Selen extrem unterstützt. Dass du genug davon in Ernährung hast, heute die wichtigsten natürlichen Quellen auch dazu, alles das nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeil. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, hier bekommt ihr mir die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Selen, ein wichtiges Spurenelement im menschlichen Körper. Man braucht nicht allzu viel davon, also keine rauen Mengen, aber als Spurenelement natürlich in gewissen Spuren sollte es in Ernährung vorhanden sein. Wir reden hier von einem Bereich zwischen 60 und 300 Mikrogramm pro Tag. So, klären wir heute mal die vier wichtigsten Fragen. Das ist erstes einmal, wo im Körper spielt Selen jetzt eine entscheidende Rolle gerade, wenn es darum geht, die Gesundheit zu erhalten. Zweiter Punkt, dann die sieben wichtigsten Anzeichen, wo du selbst erkennen kannst, ob du vielleicht einen Selenmangel hast. Als drittes dann die wichtige Rolle von Selen gerade beim Immunsystem und als Beispiel dafür dann gerade beim Schutz der roten Blutkörperchen ist Selen äußerst wichtig. Und das wird es natürlich, damit du dich dann ausreichend mit Selen eindecken kannst, die natürlichen Quellen, wo es verstärkt vorhanden ist, die du dann in die Nahrung aufnehmen solltest, damit du eben ausreichend Selen in Ernährung hast. Starten wir gleich durch, gleich mal den ersten Punkt. Also wo überall ist Selen jetzt beteiligt im menschlichen Körper? Und Selen hat eine wichtige Rolle gerade im endokrinen System, also wenn es um unsere Drüsen geht. Und da natürlich die entscheidende Rolle jetzt gerade bei der Schilddrüse, dass dort dann das aktivere Schilddrüsenhormon T3 gebildet wird. Wichtig ist es auch als Kofaktor bei der Apoptose, also bei der Einleitung des Zelltods, also des vom Körper initiierten Zelltods. Da geht es jetzt gerade darum, im Krebsbereich rein, dass das nicht zu einer verstärkten Zellwucherung kommt. Wichtig ist Selen auch bei der Bildung der Haare, der Knochen und auch bei der Hautbildung hat es eine übergeordnete Rolle. Auch wichtig bei kognitiven Fähigkeiten, da geht es jetzt in den Bereich Gehirn rein und beim Stressabbau oder besser gesagt bei der Stressbewältigung hat Selen auch eine wichtige Rolle. Und auch bei der Fertilität, gerade bei der Spermienproduktion beim Mann, sollte man extra Selen in Ernährung haben. Da kommt immer der Spruch her, der Superfood in dem Bereich sind immer die Austern und wer hätte das gedacht, die haben extra hohe Selenstände drin. Wichtig natürlich auch als Antioxidant und jetzt die übergeordnete Rolle wichtig fürs Immunsystem. Da bildet der Körper jetzt mit Hilfe von Selen die sogenannten Selenproteine und die sind ein wichtiger Faktor bei der Reparatur oder besser gesagt bei der Abschwächung von gewissen Immunantworten im menschlichen Körper. Deshalb jetzt wichtig als zweiten Punkt natürlich die sieben Anzeichen, die auftreten, wenn du einen Selenmangel hast. Einmal kurz drüber schauen. Das erste wäre, was auffällt, wäre eine schuppige Haut. Zweitens dann dünnes Haar, brüchige Nägel wären ein Anzeichen. Als drittes dann ständige Müdigkeit. Viertens dann, das Immunsystem schwächelt ein wenig, du bist infektanfällig. Fünftens, das wäre eine Schilddrüsenunterfunktion, da liegt die Vermutung dann auch nahe, dass du zu wenig Selen in Ernährung hast. Sechstens, was auftreten kann, später näher erklärt, wäre eine Blutarmut. Und siebtens, beim anderen schlechte Spermienqualität oder Spermienanzahl auch. Und wie du es natürlich auch immer am besten abschätzen kannst, am Schluss dann die besten Selenquellen in Ernährung. Und wenn du die nicht in Ernährung hast, ist das natürlich auch ein Indiz dafür, dass du vielleicht zu wenig Selen hast. So, als drittes jetzt die wichtige Rolle gerade beim Immunsystem von Selen. Wie gesagt, nicht nur bei der Schilddrüse wichtig, da wäre es dann wichtig sozusagen für die Umbildung vom T4 in das weitaus aktivere Schilddrüsenhormon T3. Und wichtig zu wissen, bei der Schilddrüse ist auch, 90% der Unterfunktionen haben eine Autoimmunkomponente. Und Selen ist ja gerade der Schutz vor dem eigenen Immunsystem oder sozusagen vor den Kollateralschäden, die das eigene Immunsystem teilweise im Körper anrichten kann. So, wie vorhin schon erwähnt, der Körper bildet daraus dann die sogenannten Selenproteine und ein Atom wäre jetzt das Selen anstatt von Schwefel bei diesen Proteinen. Und gerade diese Selenproteine sind jetzt haben eine Schutzfunktion sozusagen der gesamten Körperstruktur. Das wäre Schutz vor Zellschäden, übermäßigem Zellwachstum, bei Krebs jetzt zum Beispiel. Enzyme werden dann bereitgestellt für den Abbau von körperschädlichen Substanzen. Und gerade im Zusammenspiel mit Glutathion, dem wichtigsten körpereigenen Antioxidant, da ist Selen entscheidend beteiligt bei der Bildung von Glutathion und auch bei der Bildung von Enzymen, mit denen Glutathion jetzt im menschlichen Körper zusammenarbeitet. Und jetzt ein wichtiges Beispiel, um es einmal so richtig in den Vordergrund zu stellen, dass Selen, wie wichtig es doch im Körper ist, dass man es ausreichend hat und da geht es jetzt in die Blutarmut hinein. Und der Hauptgrund für Blutarmut ist ja zumeist ein Eisenmangel. Das könnte jetzt sozusagen, aber auch wenn du eine Blutarmut aufgezogen hast, das ist jetzt nicht ein Eisenbedingt, das könnte auch ein Selenmangel dahinter stecken. Denn Selen ist jetzt sozusagen der wichtigste Schutzfaktor für die roten Blutkörperchen. Es gibt ja verschiedene Arten von Blutarmut und da gibt es auch die hämolytische Anämie und dabei werden rote Blutkörperchen verstärkt beschädigt.
Das kann jetzt durch Pathogene geschehen, also Viren, Bakterien, Pilze, oder durch die Immunantwort auf diese Pathogene. Das Immunsystem bedient sich teilweise oxidativen Stress, um gegen Pathogene vorzugehen. Das ist die unspezifische Immunantwort, und in diesem Fall verwendet es bei dem roten Blutkörperchen oder in der Blutbahn jetzt Wasserstoffperoxid. Und der Körper muss dieses Wasserstoffperoxid jetzt von der Immunantwort ja wieder irgendwie abbauen. Und dafür ist jetzt Glutathion zuständig, besser gesagt das Enzym Glutathionperoxidase. Und das kann ohne Selen nicht gebildet werden. Das heißt, wenn es ganz blöd kommt, hast du einen Infekt, also Pathogene attackieren jetzt schon deine roten Blutkörperchen, jetzt hast du einen Selenmangel, dein Immunsystem reagiert darauf und die roten Blutkörperchen ziehen noch mehr Schaden und dann kannst du dort eine Blutarmut aufziehen. Und wie gesagt, das ist ja nur ein Beispiel, wo Selen jetzt äußerst regulierende Funktionen für das Immunsystem hat. Vorhin schon erwähnt, auch beim Zellwachstum ist es äußerst wichtig, gegen oxidativen Stress generell. Und es ist auch äußerst wichtig dafür, dass das Immunsystem besser zwischen Freund und Feind sozusagen unterscheiden kann. Und dafür brauchst du eben einen ausgeglichenen Selenstand im menschlichen Körper zwischen 60 und 300 Mikrogramm pro Tag. Unten wieder Studien verlinkt zum Thema Selen, was es da für Forschungsergebnisse gibt in dem Bereich. Und da hat sich auch herauskristallisiert, dass gerade Selengaben sozusagen die Wirkweise von Vitamin D im menschlichen Körper jetzt effizienter machen. Und natürlich die positiven Auswirkungen auf das Immunsystem und ein paar Studien und natürlich auch wieder zum Thema Schilddrüse. Das Herz-Kreislauf-System spielt es da noch mit hinein und sogar bei Prostata-Leiden sind verstärkte Selengaben äußerst förderlich. So, vierter Punkt jetzt, wo ist es in der Nahrung enthalten? Mit dem Mikrogramm-Angaben dann in meinem Vitalstoffkalender das Selen-Video bitte anschauen, jetzt nur mal kurz drüber. Und gerade Meerestiere stechen jetzt hervor, also Krustentiere und Fisch. Die haben auch gute Jodstände, das Selen auch gleich dabei, sehr gut bioverfügbar. Aber den höchsten Selengehalt jetzt haben zum Beispiel Kokosnüsse oder auch noch Paranüsse dann auf Platz 2. Pilze und Rosenkohl zum Beispiel haben auch noch höhere Selenstände. Und gerade der universelle Allesgönner, das Ei, bietet auch recht gute Selenstände. Da ist so ziemlich alles enthalten im Ei, bis auf Vitamin C. Da bist du mit vielen Sachen dann abgedeckt. Und wie vorhin schon erwähnt, Studie unten auch verlinkt natürlich, wie gesagt, sicherer Bereich ist zwischen 60 und 300 Mikrogramm pro Tag. Kurz die Studie anschauen, was dabei rausgekommen ist, und da bist du auf der sicheren Seite dann. Zum Thema Selen, was jetzt noch wichtige Videos wären in dem Bereich, natürlich Schilddrüsenvideo und natürlich wieder in die Infobox geknallt zum Thema Schilddrüse und ein zweites Video zum Thema Jod natürlich. Jod und Selen, das sollte beides im ausreichenden Maße vorhanden sein und gerade wir leben ja in einem Jodmangel an, deswegen auch gute Ernährungsquellen sind da immanent wichtig. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmod, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt in die Kommentare knallen. Bitte teilt das Video und am Schluss das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.